Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, es ist Zeit für Truck TV. Paul, komm mit einer neuen Folge. Kommt die jetzt bald? Keine Ahnung, ich stehe hier im Stau. Du weißt ja auch nicht, wie es dir schneller vorangeht. Du stehst ja auch vor mir, deswegen ist es Stau. Ja, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung und lieber Hauke, die neue Folge ist jetzt online. Die Nabas, Teil 25. Ich muss weiter, bevor die hupen. Gib Gas, gib Gas! Ja, wir hatten Ostern, das ist am Montag, heute ist Dienstag. Das ist natürlich nicht sehr ideal, am Dienstag zu laden, denn da ist die Woche noch kürzer, ist noch hektischer, noch mehr los an den Lade- und Abladestellen. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir in Hamburg noch den Rest rocken. Wir sind leer, wir haben in Bremen um 2 abgeladen, haben den Hauke noch getroffen, der von den Highway Piraten. Und dann gucken wir mal, dass es läuft. Liebe Truck-TV-Freunde, gleich ist es soweit, ein glorreicher Moment. Hier Geschichte auf Truck-TV. Die Nabas fahren ab sofort keinen Blumenkohl mehr. Sie fahren Ameisen für Jungheinrich. Der Wahnsinn. Männerträume in Gelb. Wir sind hier direkt an der Verladestation und geben Gas. Du machst wieder Blödsinn hier mit Internet. Rolf, du bist dabei. Ja, ja. Das ist der beste Verlader von Jungheinrich hier. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal gurten. Ganz wichtig, das entfällt beim Kühler ja eigentlich immer. Aber hier ist es auf jeden Fall schon Mist. Und man muss aufpassen, das sind neue Geräte. Da darf kein Kratzer rein. Der Kunde will das ja wie aus dem Prospekt haben. Aber hier, ne? Und die Franzosen, die schwören auf Jungheinrich. Weil die Dinger sind einfach mal unkaputtbar. Das ist, die sagen immer Panzerstahl. Dann gucken wir uns mal den zweitbesten Verlader hier an. Geh mal beiseite. Aber die Arme darf man nicht vergessen. Die muss man immer ausschalten. Denn mein alter Chef, der hatte das mal, der ist gefahren, da ist ein Karton aufgefahren, auf die Höhennivellierung oder wie das heißt. Und dann ist der Stapler hoch und dann ab durchs Dach gegangen. Sah natürlich witzig aus. Kam zum Glück keine Brücke und ist auch kein großer Schaden außer am LKW entstanden, aber ist trotzdem immer vorsichtig, sachte, sachte. Hier sehen wir den Verlader, die pure Erotik. Pappe, ganz wichtig. Wie gesagt, Blumenkohl, fährt noch Blumenkohl. Ameisen, das ist jetzt up to date. ETV fährt jede Sau. So, ich habe jetzt geladen. Ich darf jetzt aber nur noch eine Viertelstunde fahren, weil meine Schichtzeit abgelaufen ist für heute. Ich habe leider alles an der Rampe verdaddelt, weil der andere LKW mit den Geräten nicht angekommen ist. Und wo im Stau gestanden hat und keine Ahnung was, weil Hamburg ist zugeschissen am Ende. Und jetzt gucken wir mal. Ich suche mir noch einen schönen Schlafplatz an der Seite und dann muss ich 9 Stunden Pause machen und dann kann ich weiter. So, dann noch ein bisschen ZDF zum Einschlafen und ab in die Kiste. Morgen früh geht es dann wieder raus und wir müssen richtig, richtig Gas geben, dass wir wenigstens noch einen Kunden runterkriegen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, weil ja immer Stau ohne Ende ist. Aber ihr könnt mir ja mal die Daumen drücken. Aber letztendlich ist es ja dann eh schon gelaufen, wenn das hier läuft. So, langsam können wir starten. Wir müssen gleich eben noch die Abfasskontrolle machen. Gucken, können wir auch gleich losfahren. Ich habe gut geschlafen, aber ich habe irgendwie unruhig geschlafen. Jawohl, einmal in die Runde gucken, Abfasskontrolle und dann können wir Hamburg verlassen und ab zum Kunden fahren. Einmal checky, checky. Funktioniert. Sattelkupplung wird dann gerne mal aufgemacht. Als kleines Späßlein am Morgen. Ne? Funktioniert alles. Dann bei den ganz Großen, da stellst du dich erstmal in die Ecke für ein paar Stunden. Oder in den anderen Firmen, da bist du halt auch nicht kein Highlight, sagen wir mal so. Aber wenn du mit Ameisen kommst, Ameisen ist immer ein Highlight. Da kommen sie alle an, da kommt sogar der Chef teilweise und guckt. Ne? Also das ist immer ein Highlight. Vor allen Dingen,
kannst die du brauchst nicht irgendwie auf einen Staplerfahrer warten, dass die Ladung rollt von alleine von der Bühne. Stau! Mann! Hier ist eine Baustelle, der Berufsverkehr fängt langsam an und dann ist Stau. In Deutschland kommt mir das ein bisschen komisch vor, die bauen die Baustellen. Ne? Man sieht meist immer nur eine Person, die da einen Handfeger in der Hand hat. Und sonst passiert da eigentlich nicht viel. Eine ganze Zeit lang, sagen wir mal so. Und Hauptsache die Barken stehen erstmal und blockieren den Verkehr. Und das ist ein bisschen, die sind da irgendwie ein bisschen unflexibel. Keine Ahnung, warum das ist. Vielleicht gibt das ja länger Geld, wenn die Dinger auf der Straße stehen. Miete oder wie sie das nennt wahrscheinlich. Naja, in Holland ist das super. Da machen die immer ein Teilstück. Wir haben auch manchmal eine große Baustelle, das ist klar. Aber die machen, wenn sie Flickarbeit machen oder irgendwas reparieren, dann machen die das nachts. Und dann immer ein Teilstück. Immer ein Stück für Stück, Stück für Stück. Aber hier machen die da irgendwie so ein... Die werden wahrscheinlich mehr kassieren, wenn die länger brauchen. Ne? Die werden sich da auch nicht den Arsch aufreißen. Kann sein, dass ich mich täusche, aber das ist so der Eindruck, den man da so gewinnt. Ne? Ja, auch heute wieder herzlich willkommen zu meiner kleinen Tiersendung Lieber Tierfreund. Wir suchen hier vergebens das scheue Straßenarbeitermännchen. Es wird vermutlich versteckt, es... Kann sein, dass es auch in der Paarungszeit ist und sich momentan zu Brunft in einem Bauarbeiterwagen verschanzt hat. Leider konnte ich heute keines dieser Bauarbeitermännchen ausfindig machen, was natürlich für diese Doku sehr schade ist. Leider konnte ich auch niemand Bekanntes finden, der dieses Männchen in letzter Zeit gesehen hat auf dieser Strecke. Vielen Dank. So, noch schnell alles einmal durchwuseln hier. So. Da spart man sich schon mal eben die 2 Euro für die Dusche oder 3 Euro, ne? So, dann wollen wir mal gucken, wer hier die Eier in der Hose hat. Ah, ich glaube, Jung Heinrich ist heute ein bisschen schneller. Jung Heinrich kämpft sich nach vorne. Ja, ja. Ah, keine Chance. Keine Chance. Ja, ich hab einfach die bessere Ladung. Tut mir leid, Kollege. So, dann machen wir noch mal schnell tanken. Einen neuen Spiegel haben wir noch geholt, bis ein bisschen mal Leder reinkommt. Kann das auch so mal ein bisschen vernünftiger aussehen. Und dann wollen wir mal gucken. An der Tankstelle Holländer sagte gerade, dass der Stau ist Richtung Antwerpen. Das ist natürlich scheiße, bringt meinen Zeitplan total durcheinander. Ich habe mir einen Poppy gekauft und das Ding ist voll ausgelaufen auf meine Hand. Jetzt rieche ich richtig gut nach Poppy. Und ich habe eine Brille bekommen, die sieht aus wie aus Legoland, aber die hatten keine schöne. Das war schon die Creme de la Creme. Bei meiner anderen, die hat sich zerlegt. So, dann wollen wir erstmal losfahren. Losfahren, Driving, Truck Driving, unsere Autobahn. Freestyle! Wacker, wacker, voll! Zwei, Back, Füße können formation! Oder haben wir eigentlich Frankreich erreicht? Noch eben mal schnell die Papiere rauswuseln, damit wir den Kunden noch erreichen heute. So, der Spediteur, der hat Schwör. Ich stehe hier als Spediteur. Ich muss hier eine Ameise hinbringen. Der führt die für mich weiter, weil ich die mit der Hebebühne nicht abladen kann, weil ich keine Hebebühne habe. Und der lässt sich jetzt erstmal Zeit. Die müssen jetzt ihre Autos voll machen, glaube ich. Und dann. Wenn Gott will, darf ich auch mal ran. Die kriegen die Ameisen natürlich nicht direkt und die freuen sich dann auch nicht. Und deswegen ist es auch egal, wann ich daran fahre. Für die jedenfalls. Naja, gucken wir mal, wie das sich hier weiterentwickelt. So, den einen Kunden haben wir heute noch runtergekriegt. Einen haben wir schon mal glücklich gemacht. Morgen müssen wir noch ein paar andere glücklich machen. Und ich stehe jetzt hier im Industriegebiet. Und mal gucken. Morgen früh um 5, 6 geht es weiter. Das scheint hier nicht so unbedingt die feine Gegend zu sein. Was man auch gut sehen kann, dass hier überall bei den Firmen Stacheldraht vor ist. Aber ist kein Problem. Ich habe damals in der Schule schon gerne mit Holz gearbeitet und meine Ameisen, die sollen die sich mal holen. Ne? Am nächsten Tag fahren wir dann erstmal ins Krankenhaus.
nützt ja nichts. Auch die wollen ihre Ameise haben. Das Ding ist tatsächlich für die Chirurgie gewesen. Was machen die denn damit? Ob die da wohl adipöse Menschen durch die Gegend schieben oder? Vielleicht ist das auch eine Tierchirurgie, dass die Elefanten damit ziehen müssen. So, die nächste Stelle wird spannend. Ich habe das schon mal studiert. Es gibt bloß einen Weg dahin und das ist durch eine 93 Brücke. Und ich bin 4 Meter hoch ungefähr. Normalerweise gibt es da eigentlich immer eine Toleranz von mindestens 10 cm. In Frankreich ist es aber so eine Sache, ob die jetzt Toleranz haben oder nicht. Ich werde mir das mal angucken, ob da LKWs vorher durchfahren oder ob da hinter welche stehen und dann kann ich da auch durchfahren. Da muss man immer vorsichtig sein und sein Material schonen, sonst hat man dann Probleme mit der Arbeitsstelle. Chef. Jo, scheint zu passen, also immer man durch da. Vom Prinzip her ist es ja eigentlich wie Blumenkohl sammeln, nur dass es erstmal kein Blumenkohl ist und dass ein bisschen mehr Verkehr hier ist. So, dann fahren wir mal hier gleich auf den Hof rauf, laden ab und düsen dann gleich wieder weiter. Der hat hier keine Rampe, das machen wir alles so. Machen wir mal rückwärts raus hier. Das Boot machen wir erst nochmal ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Als LKW-Fahrer sollte man auf jeden Fall sich ein gutes Nervenkostüm anlegen. Und so ein Einweiser, den gibt es auch bloß auf Papier. Wo soll ich den denn hier hernehmen? Da sind wir jetzt an der nächsten Abladestelle. Mitten an einer Straße. Auch das hätten wir geschafft. Weiter geht es Richtung Paris. Und dann wollen wir mal schauen. Es sieht bis jetzt alles zeitlich sehr gut aus. Wir müssten alles schaffen heute. So, den nächsten hätten wir auch geschafft. Das ist hier so ein Verteiler. Der bringt die Dinger in die Stadt rein. Was ich nur nicht mehr schaffe, weil ich zu groß bin und wo ich auch gar nicht hin darf eigentlich. So, wo muss ich lang hier? Da, jetzt geht's weiter durch Paris und dann vorletzte Kunde für heute. Ich hoffe, wir kriegen den letzten auch noch runter. Aber rein theoretisch müsste das machbar sein, wenn das alles mit dem Verkehr hinhaut. Alter, was sind denn das für Löcher? Zack, an die Ratten. Satan, ey. Das nenne ich mal ein Loch. So lang, da hinten rechts. Ich bin voll der Schwitzi heute. Ich komme mir vor wie bei, wie heißen die nochmal? Die Dicken, die abspecken müssen. The Biggest Loser. Auf jeden Fall ganz wichtig ist hier, egal wo du aussteigst, immer abschließen. Und den Schlüssel am besten verstecken. Weil hier ist. Hier tut das Leben, ne? Nochmal hier einen kurzen. Hier, Verliebte in Paris. Ich kann es nicht oft genug zeigen. Ne? Ist das nicht der Hammer? Und diese Drecksecken, die gibt es hier überall. Und da, dass sie keine Arbeit haben, das sieht man ja schon. Beziehungsweise keine Wohnung. Und das hier. Da brauchen wir ja bloß eins und eins zusammenzählen, ne? So, hinter mir ist die Polizei. Ich kann aber nirgendwo hin, also muss sie warten. Die wollen eh bloß Kaffee trinken. Man kennt das schon, das ist jetzt Mittagszeit. Irgendwas ist heute komisch. Normalerweise ist das Ding total verstopft hier. Da Stade de France, wie das heißt. Fußball interessiert mich leider nicht. Und dann düsen wir mal hier ganz, ganz schnell zum Kunden. Also besser kann es wirklich nicht laufen. So, und da vorne fahren die sich fast gegenseitig in die Karre. Warte, man sieht das jetzt nochmal. Zack. Aber den einen muss ich nach dem Weg fragen. Ich weiß nicht, wo hier auf dem großen Areal meine Firma ist, die ich suche. Bonjour, DSV. DSV, côté
Ah, parfait. Merci beaucoup. Mal keinen genauen Straßennamen, sondern das ist hier irgendwie so ein Industriegebiet oder Hafenumschlagplatz, ich weiß es nicht. So, und dann zum nächsten und zum letzten, dann haben wir das Programm eigentlich geschafft. Ich hoffe, es kommt kein Stau, dann kann ich heute noch abladen und bin heute auch leer. Ich rufe gleich nochmal bei meinem Franzosen an, ob er schon was hat für mich. Da kommen wir zum Negativteil des Berufs des Fernfahrers. Mein Vater liegt im Krankenhaus und Herzinfarkt oder sowas. Und ich kam da nicht hin. Ich bin dann einfach mal. Scheiße. Und dann einfach mal zu weit weg von zu Hause. Ne? Das Einzige, was ich machen kann, ich kann mich beeilen. Und vielleicht auch ein bisschen mit der Fahrzeit überziehen. Weil ich habe sonst ja keine andere Möglichkeit. Deswegen ist es eigentlich besser, wenn man unterwegs nicht Bescheid bekommt, was ist. So macht man sich Gedanken, weil man hat wenn man den ganzen Tag Zeit, sich Gedanken über irgendwas zu machen. Und da macht man sich natürlich Gedanken über was passieren kann. Und das nervt. Ich hoffe, ihm geht es jetzt gut. Wenn nicht, kann ich auch nichts sagen. Ja, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, so spielt das Leben. Die Folge ist zu Ende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn Gott will. Und lasst euch nicht ärgern, bleibt sauber. Und denkt immer dran, jau, 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 jeder Arsch guckt, Track TV.